Willkommen zurück zu Dishonored 2, dem Spiel, wo wir... Eigentlich, wir sind wieder zurück in Dunmore, ich habe echt keine Ahnung, was wir genau hier eigentlich machen. Weil, also wir wollen in den Turm, aber wir gucken uns den gerade... Ich weiß nicht, was für ein Büro das hier ist. Das müssen wir richtig angehen. Niemand braucht zu wissen, dass wir es gefunden haben. Ich dachte, die Dinge würden mit der neuen Kaiserin besser laufen. Aber jetzt hat keiner mehr was zum Rauben. Tja. Er ist hier oben alleine. Oh, es geht wirklich erheblich schneller. Das ist schon nice, muss ich sagen. Das ist schnell. Kommen die jetzt hier hoch, hier ran? Doch. Oha. Das kann ich ja nicht gut heißen, wenn Leute beim Hoch rankommen, ne? Da hinten drüben ist die Rune schon. So. Drin sind nur noch zwei, oder? Also ich nehme an, hier schlafen die Hutmacher. Okay, da ist einer. Wo ist die Tussi? Tatsächlich. Die haben Teile davon gefunden. Und was ist hier los? Der ist bewusstlos. Weil ich außerdem dieses dumme Schleifgerät angeschaltet habe. Das ist was Dämliches. Dass man sowas überhaupt machen kann. Also. Ist das nicht wie eine Anlaufzeit oder sonst irgendwas? Vor allem, dass sie sich da leicht so wundern. Da oben steht ja ein Typ. Vielleicht benutzt er das Schleifgerät. War ich jetzt hier? Da fehlen doch die wichtigsten Bauteile. Gerade die seltenen Erden, die man dafür braucht, fehlen halt irgendwie. Also es wird Zeit. Gehen wir zurück nach Poolwick. Da zeigen wir es den Idioten. Poolwick? Ich dachte, die Dinge würden mit der neuen Kaiserin besser laufen. Aber jetzt hat keiner mehr was zum Rauben. Macht der hier Inventar oder was macht das? Das sieht so gewissenhaft aus, was der Typ da macht. Nein! Ach Mann, ey, dieses behinderte Schleifstein-Dings, ne? Ich fällt gerade ein, ich hab doch noch eine super Fähigkeit, Leute auch durch Wände zu sehen. Hab ich ganz vergessen. Wenn ich gleich jetzt wegtragen, müsste es eigentlich deutlich besser laufen, oder? So richtig frei wird das leider nicht. Hat diesmal ja keiner drauf reagiert? Hä, anscheinend doch. Achso, hier unten liegen die ganzen Teile. Das heißt trotzdem nicht, um ein vollständiges Gerät zu bauen, vor allem, weil die Programmierung ja nicht so einfach umkehrbar ist. The Count Killer is watching. Und was ist hier los? Hä? Vielleicht finde ich den Schuldigen ja. Welchen Schuldigen? Das ist, was wir denn überhaupt gesehen haben, da liegt ja nicht mal jemand. Wegen dieser behinderten Scheiß-Schleifmaschine, die immer angehen muss. Was ist denn das? Warum ist denn das so behindert, dass das Ding einfach... Dass man das... Ach Mann, das regt mich übel auf. Das ist jetzt zweimal wegen dieser dummen Schleifmaschine, die ich nicht mal anklicken wollte, nicht mal anders. Also ich habe vor allen Dingen gerade die Münze, die ich eigentlich aufnehmen wollte, ja nicht mal richtig gut gekriegt. Ach, so was Dämliches. Weißt du, nur wegen so einer... Nur wegen dieser dummen Schleifmaschine.
auf hohe See. Es wird Zeit. Gehen wir zurück nach Thurwick. Da zeigen wir es den Idioten. Ich dachte, die Dinge würden mit der neuen Kaiserin besser laufen. Aber jetzt hat keiner mehr was zum Rauben. Tja, ja. Das ist aber auch schade. Was sieht das hier denn nicht hin auf? Steht die direkt neben dem Typen? Das Schnellwürgen ist schon ganz nice. Das sind Uhren. Ach, ich dachte, das wären irgendwelche Schätze. Hm, nö. Aber zumindest einer von den Automaten von Jino schon über den Kapodier. Hast du das gehört? Oh, fuck. Wo kommt der denn noch her? Ich hab mich nicht gesehen, oder? Ich dachte eigentlich, hätte hier alles vorher geklärt. Na gut. Verdammt! Man wird ja so schnell fort, ne? Ich habe Betäubungsfeuer verloren. Mich auch. So, ansonsten, außer ein paar Hunde, dann wird Kurier, da genau, da kam ich gerade raus. Wir sind quasi jetzt irgendwie ein Stück zurückgegangen als vor. Na wie die. Warum sind wir die Schienen? Die Schienen fahre ich wahrscheinlich sogar tatsächlich am besten, oder? Dieser eiskalte Wind, der hier durchgeht. Lass uns warten. War nicht noch irgendwo ein Hund? Ich meine, solange hier nicht die Dingens rumrennen. Ach hier. Diese Wolfshunde. Gibt es halt die von dem Doktor die Bude noch? Oh, ist das da vorne? Sind die aufgehangen worden? Achso, ich kann bloß die Stricke nicht sehen. Okay. Das ist so schlecht eigentlich für die Leute, aber. Ich hätte mich halt gerade kurz gefragt. Dr. Galvani hieß er, genau. Ich hätte mich halt gerade kurz gefragt, ob die leider jetzt Zombies hat. Oh. Das ist die durchgebrochene Decke, die zwischendurch erwähnt wurde. Ja, die sieht in der Tat nicht so haltbar aus. Tja, könntest. Noch mehr Hunde. Das ist ein Jammer. Durchaus. Okay, Gavani seine Bude an. Die Gavani seine Bude war, glaube ich, da vorne. So, da hinten sind anscheinend die Leute an Stadtwachen. Da ist das Gemetze, was wir schon kennen. Da sind anscheinend die Dingsies. Wer hier gerade redet? Ich sehe die halt nicht, ne? Ich sage übrigens, dass wir in den Dunwood Tower so reinkamen, wie wir rausgekommen sind. Ach ja, Gavani seine Bude ist erstmal offen. Die eine, die noch so mit Kippen vorsah, hängt wurde. Übermäßig dramatisch hier. Nein. Wenn wir schon die tolle Hightech-Ausrüstung haben, dann sollten wir es wissen, mal nutzen ab und zu mal, ne? Hätte ich da irgendwas machen können, gegen die Falle? Außer die Türwände zerstören? Ja, wir haben Gavani seine Bude beim letzten Mal schon geplündert. Noch ein Brandbolz? Na, hier gab es noch eine Falle. Also. Offensichtlich sieht die Bude hier noch halbwegs gut aus, ne? Also, das ist der. So, wir haben. Oh, Gegenstoßinversion. Was haben wir das einmal? Der Tresor sieht recht zu aus. Wenn ich jetzt noch die Kombination aus dem ersten Teil kennen würde, dann könnten wir das Ding aufmachen. Warte mal hier. Aber am besten will nicht. Ja, ist nice. Also scheinbar gar nichts Wichtiges drin in dem Tresor. 5, 3, 4. Ach, diese Tresore regen mich doch mal wieder aufs Neue auf. Achso, 4, 5, 1. Das ist der Tresor, den ich schon geplündert habe, oder? Oh, was von mir wurde gefunden? Das finde ich jetzt sehr bedauerlich. Das können ja nicht nur die Hutmacher sein.
Während des Staatsstreiks gegen unsere schöne Kaiserin Emily, die ich seit dem Tod ihrer Mutter unterstütze, wurde ich erneut ausgeraubt. Irgendeine Missgeburt hat das Chaos ausgenutzt und ist in meine neue Wohnung eingebrochen. Ich gebe auf, diese Stadt ist verflucht. Ich werde endgültig weggehen. Ich habe meinen gesamten Besitz verkauft und gehe nach Tyvia. Wenn du zurückkommst, Schurke, dann genieße deinen Besuch, denn es gibt nichts mehr zum Stehlen. Du kannst dich in meinen Teppich einrollen, den Staub von den Möbeln lecken, wenn du so sehr an mir hängst. Aha. Jetzt habe ich ja fast den Drang, das Spiel nochmal durchzuspielen, ohne Gavani am Anfang auszurauben. Und dann zu gucken, ob sich da gleich was verändert. Oh. Ja, wie gesagt, also wie, leider. Wir müssen uns immerhin keine Sorgen machen, dass er eine bessere Herrscherin ist als wir. Das ist scheinbar ausgeschlossen. Wathwild war? Wathwild? Ist der Typ hier nicht tot? Na gut, seine Firma existiert wahrscheinlich trotzdem weiter. So, was ist denn jetzt hier die Waffenkammer? Ah ja, hier. Nur den gewöhnlichen Schlüssel habe ich leider nie gefunden. Sehr schade eigentlich. Gibt es hier noch welche Aufzeichnungen? Wahlknochen? Nein. Zum Coldridge kennen? Das möchte ich eigentlich noch nicht. Ich möchte ja erst nicht. Ich muss hier noch ein paar Runen hier aufsammeln. Beispiel diese da, wie auch immer ich da rankomme. Muss ich da echt das Level an Fassadenkletterei machen, dass ich denke, was ich machen muss? Oh fuck. Ich würde gerne in Ruhe ungestört hier langlaufen. Wie komme ich denn jetzt am besten hoch? Das ist ganz schön dolle hoch, ne? Was ist das da oben für ein... Da haben die wahrscheinlich gesprochen. Nein, aua. Da haben die wahrscheinlich gerade geredet. Die haben sich hier so ein Baumhaus gebaut. Mehr oder weniger. Zumindest sieht es so aus, als wäre es ein Baumhaus. Moment, das möchte erkundet sein. Der Geist der Wissenschaft gebietet, dass ich mir diese Bude angucke. Da bin ich ja mal gespannt, was wir hier Schönes finden. Aber seine Augen, ich sehe sie in meinem Geist, die Muskeln an seinem Rücken. Das hört sich an wie die Stimme von den Orakeln. Wenn er zwischen meinen Beinen war, muss ich tagelang daran denken. Spricht aber eigentlich dafür, dass es nicht die Orakel sind. Noch nie sah ich einen Mann mit solchen Hüften. Aber er wird dafür zahlen, mich warten zu lassen. Bin noch da, wo ich ihn gerade war. Verflucht. Versuch 2 mit dem Hochteleportieren. Anonymer Brief. Miss Fenella Weed, wollen Sie wirklich weiter mit Ihren gebrochenen Beinen in der Ruine leben, allein aus unangebrachter Loyalität zu Ihren Vorgesetzten? Er ist tot und war ein Arschloch, das weiß jeder. Ich gebe Ihnen Ihren Gebäuden keine 3 Tage mehr, bevor es ganz eingestürzt. Bis dahin können Sie längst nach Driscoll segeln, auf dem Schiff, von dem ich Ihnen erzählt habe. Der Kapitän wird Sie kostenlos mitnehmen, wenn ich ihn bitte. Er legt heute Nachmittag ab, Sie müssen ihn nur im kleinen Hof hinter dem Dunwell Kurier vorbeigehen und tun, was ich Ihnen gesagt habe. Keiner wird davon erfahren. Geben Sie zurück zu Ihren Familien, verlassen Sie Dunwell und vergessen Sie die Beugesellschaft. Das ist Ihre letzte Chance. Ein Freund. Ist er denn gegangen? Hier da oben, ne? Ja. Das Schnellwirken hat durchaus Vorteile. Sehr angenehm, muss ich sagen. Und tot. Da oben. Was haben die jetzt hier notdürftig abgestürzt? Stützt die Bude oder was? Das sieht tatsächlich nicht sehr stabil aus, ne? Fand ich, das ist. Muss hier irgendwo sein. Ist das Teil des Schiffs? Viel für den Tipp bezahlt. Oh, da soll ich vielleicht warten, bis die fertig sind, oder? Die Hutmacher. Den zähle ich nicht mal an, sind meine. Hey, wo bist du hin? Kommt ihr zu mir? Oh, tatsächlich. Bin ich mal gespannt, ob ich jetzt trotzdem noch mit auf den. Nein, eigentlich bräuchte ich ja seinen Tipp oder nicht. Oder hat er ihn vielleicht irgendwo hingelegt? Meinen Tresor zu finden ist wahrscheinlich das mein kleineres Problem. Oder hätte ich den Typen jetzt. Ach nee, okay, gut. So. Da hat sich jemand ordentlich auf die Apokalypse vorbereitet. Na denn, lieber Obstler, dann erzähl mal, was hast du denn Schönes?
Willkommen zu Hause, Eure Majestät. Delilah erwartet dich. Sie hat in den letzten Wochen schlecht geschlafen, weil dieser Teil von ihr, den du bei dir trägst, sie gerufen hat, damit sie ihn sich zurückholt. Sie spürt auch das Verlangen, wird aber alles tun, damit du ihren Geist nicht zurückbringst, wohin er gehört. Du warst vorsichtig in Kanaka. Mal sehen, wie dir das im Tower dient, in dem du geboren wurdest. Delilah hat den Thron und sie hat deinen Vater. Doch, jetzt hat sie auch ein Geheimnis. Was? Ein Geheimnis? Ich müsste mal gucken, kann ich mit den Runen eigentlich noch irgendwas Sinnvolles machen? Ich hab davon mittlerweile so viele und ich könnte auch noch welche bauen, muss ich dazu sagen. Dann müssen wir rasieren, das ist... Ist das unauffällig eigentlich? Ja, zeugt ein Wesen aus dem Nichts, dass zwei Menschen oder Hunde verzaubert und danach ihre Kurzzeit geht. Wir müssen mal, sie können das für beschworene sehen. Wir gehen davon aus, dass die Gegner in der Nähe befinden. Wirken sich immer noch auf das nächste Leben mit Zirrus, nutzt die Kraft meiner Gruppen hier, zum Gehen nicht mitkommen. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Was ist das hier noch? Hält länger an. Eigentlich ist Mesmerisieren gar nicht so schlecht. Das könnte man eigentlich tatsächlich noch benutzen, ne? Was hat das hier noch? Achso, das verwenden wir mit bis zu drei Gegnern. Das ist ja außer Effekt, ja. Ich meine, am Anfang war das nur ermorden, oder? Nicht heimlich, ja. Das ist nicht heimlich, das mag ich ja daran nicht. Komm, machen wir hier. Lassen wir hier mal Mesmerisieren. Länger? Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt länger brauche. Wie viele Knochen hatte, könnte ich noch Knochenartefakte bauen, also Runen meine ich. Ich könnte eine Rune herstellen, oder dann kann ich keine nach. Kann ich zumindest das Ding hier nochmal mit mehr Leute leveln. Das ist bestimmt cooler mit mehr Leuten. Kann aber nicht alles leveln, habe ich mir schon sagen lassen. Dafür gibt es den New Game Plus. Nochmal alles mit den Kräften durchzuspielen. Ach ja. Ist hier oben noch was Schönes? Ich krabbel hier gerade schön auf dem Dach lang. Bin hier nicht ursprünglich mal angekommen? Wow. Wie war es, als wäre ich hier? Ich bin doch eigentlich ursprünglich aus meinem Turm irgendwie durch die Dächer gesprungen, oder nicht? Da. Irgendwie. Was ist denn das? Lampe, wir bewegen uns gerade ein bisschen wieder zurück, ne? Aber solange es höher geht, höher ist immer gut. Aha. Eine tote Hexe? Warte mal, das ist doch jetzt hier der Gang, der zu meinen Lust in die Heimraum geführt hat, oder? Geheimgang sperren? Sperrt die Straße hinter den Tower, für den Fall, dass jemand den Geheimgang der alten Kaiserin kennt. Aber zur Not die ganze Nacht durch. Verflucht! Dann wird das wohl nicht klappen. Delilah. Sieht reichlich zugewachsen aus, muss ich sagen. Wie unpraktisch. Gut, so kommen wir hier also nicht rein. Ich denke mal, da ist auch mit Feuer nicht viel zu machen. Wo können wir uns hier auf die... Große Frage ist, wie kommen wir jetzt hier? Ach, da oben ist das noch ein Artefakt. Jetzt wäre ich beinahe wieder rausgegangen, ohne das Artefakt mitzunehmen. Zähigkeit? Was macht denn Zähigkeit Schönes? Was für eine könnte ich nicht aufspüren? Ja, offensichtlich ja doch. Maximal Gesundheit wird das ja. Ne, das ist. Wenn man nicht vorhat, jemals Schaden zu nehmen, ist das maximal Gesundheit erhöhen gar nicht mal so gut, sag ich mal. Na, Jüdi. Dann sind wir auf jeden Fall hier recht weit oben. Na denn, können wir ja eigentlich angreifen, würde ich mal sagen. Dann müssen wir den kompletten Dunbletor von oben, ne? Na, Jüdi. Machen wir halt in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt, das Honor 2. Macht's gut bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Tschüss.